diesen Skeleton hier jetzt hier rum. So, ohne. Den Zwiebeln. Die sind zumindest alle schon mal unter der Treppe. Das ist doch schon mal glorreich. Fuck. Verkackt. Verkackt. Money. Ja, komm. Und dann, ja. Wo sind sie hin? Skinheads, ey. Alle auf einen. Das ist echt. Das ist echt traurig. In der Gruppe seid ihr stark, aber einzeln? Einzeln seid ihr schwach. Jetzt sind sie wahrscheinlich, ich sag mal jetzt mal so, eingefriest. Jetzt haben sie wieder Gesichtsstarre. Ich hoffe bloß, dass sie unter der... Okay, nein, sind sie nicht. Ich wollte nämlich gerade sagen, ich hoffe, sie sind unter der Treppe eingefriest, aber leider nein. Das war jetzt ein bisschen hackig. Ein bisschen hackig war das. Und hier gehen wir nochmal da. Wenn wir die nämlich ein bisschen auseinanderziehen. Speichern, 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 speichern. Hält das nicht vergessen. Speichern. Speichern. Haben wir. Rostige Schwerter meine ich natürlich, ja. Jetzt haben wir hier zwei rostige Schwerter mehr in unserem Inventar, in unserem Hollywood-Endlos-Inventar. Ich finde das natürlich mit anderen Rollenspielen verglichen, bei Oblivion und bei The Elder Scrolls, den ganzen Teile, finde ich das besser gelöst mit dem Zeug, wie viel man schleppen kann. Aber wenn ich jetzt daran denke, dann alle Publang zu einem Händler zu rennen, um Zeug zu verkaufen, was man dann später eh irgendwann mal wieder braucht, finde ich das Spielprinzip hier schon geiler. Das geht mir aber, da bin ich immer hier so ein bisschen verwöhnt worden von diesem Spiel, wenn es dann in Online-Spiele geht. Das ist dann immer ein bisschen traurig. Ach Mann, ey. Wenn man sich dann aufregt, was, Inventar ist schon wieder voll, so eine Scheiße. Ja, also. So ein Gothic-Inventar wäre schon geil. Erst recht so für die Schulzeit, wenn die Lehrer mal sagen, hier, bringt eure Bücher, tut die mit. Wo man sich so sagt, wo denn? Soll ich jetzt hier mit einem Typen nach...
in die Schule kommen, um die ganzen Bücher mitzuschleppen. Das war immer so eine Hassding. Und die Lehrer haben das immer so als selbstverständlich gesehen, dass man hier wirklich jedes verkackte Buch mitschleppen kann. Also, ach. Lernstoff immer dabei haben sollte, aber dann schleppt man die Bücher mit. Das so ging es mir zumindest immer. Ich war immer einer von diesen blöden Schülern, welcher wirklich versucht hat, alle möglichen Bücher mitzuschleppen, weil es die Lehrer gesagt haben. Ach du Scheiße. Da ist ja noch schwer. Und dann, hat man die Bücher mitgeschleppt und die Lehrer haben noch nicht mal die Bücher verwendet. Aber sobald man das Buch vergessen hat, hat man eine schlechte Note oder schlechte, ja genau, eine schlechte Mitarbeitsnote, so war es ja immer. Schlechte Mitarbeitsnote. Sie haben die Kompetenz nicht erfüllt hier. Die gefordert waren, ja. Arschlecken. Ach du. Ich dachte, der Krieger, der hätte uns jetzt gleich weggeschnetzelt. Schon mal verraten, was in dieser großen Höhle sein wird. Da werden wir ja ganz viele Zombies sein. Das wette ich. Ich bin mir nicht mehr, nämlich nicht mehr so sicher, was da genau drin war, aber ich glaube, da waren Zombies drin. Wenn hier wieder so viele Skelette sind, dann ist es am naheliegendsten. Seitwärts laufen, das, ich glaube, euch ist es aufgefallen, dass ich das jetzt mittlerweile mal ausprobiert habe. Das ist doch schon interessant, um meine neue Position, neue Standposition zu bekommen und die Gegner ein bisschen zu verwirren. Dafür ist es sehr praktisch, weil die Gegner, die versuchen ja immer eine entsprechende Schlagposition zu bekommen, sodass die nicht so ein leichtes Ziel für den Player darstellen. Und wenn man nämlich dem entgegenläuft und die dann versuchen wir so eine entsprechende Position zu erlangen, trifft man sie wahrscheinlich sehr leicht. Okay, wahrscheinlich, man trifft sie einfach sehr leicht. Das ist nun mal ein Fakt. Ich brauche hier mal ein bisschen Licht. Haut uns einmal und wir beißen fast ins Gras, ey, es ist unglaublich. So, hier ist aber nichts mehr. Also das ist eine Sackgasse und hier ist auch anscheinend eine Sackgasse. Gut, ist aber auch logisch, weil wir hatten ja schon den Weg gefunden in diese größere Höhle. Okay, jetzt machen wir mal wieder was für unseren Cholesterinspiegel. Ach, nam, 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 nam. Gebratenes Fleisch. Njam, 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 njam. Scheiß auf Heiltränke, hier ist Fleisch. So, Fleisch ist mein Gemüse. Ich glaube, da war auch ein bisschen Pferd mit dabei. Okay, wir fressen Mollorats, ja, also wir nehmen ja auch Mollorat-Fleisch mit. Uns ist eigentlich kackegal, was wir hier an Fleisch essen.
vorne liegt noch unsere andere Fackel. Okay, das ist jetzt einfach mal so ein Selbstmordkommando. Ich speichere mal hier ab und ich möchte einfach mal wissen, was in dieser Höhle ist. Ich renne jetzt gezückt statt da rein und gucke. Ich glaube nämlich, da ist dann wieder so ein Magier drin. Oh ja, da ist dieser Magier. Ich höre noch kein Ächzen, noch kein Stöhnen. Okay. Skelettmagier des Nebelturms. Chromanin. Und jetzt hier wieder 5 Skelette beschwören. Ein Eisfall. Okay, das Ding kennen wir ja mittlerweile. Davon hatten wir ja schon mal eins. Elixier magische Energie. Mana Bonus 70. 100 Erzbrocken. Nehmen wir auch erstmal mit. Okay, und hier? Okay, ja, auch ein Mana-Trank und mehr auch nicht. Gut. So. Ich glaube, ich hole uns mal noch eben unsere Fackel von da vorne. Von da vorne. Da liegt sie. So, dann können wir uns mal die Höhle ein bisschen genauer angucken. Hier sind einige Pilze, können wir nicht mitnehmen. Oh, hier ist noch ein Trank, ein Heiltrank und Nachtschatten. Ach, wie wunderbar. Gut. Man müsste hier diese Fackeln da anzünden können, diese großen. Entzünden. Ach du Scheiße. Okay, das war jetzt uncool. Zumindest, wenn wir es schaffen, ein Skelett rauszuziehen. Das ist doch zumindest schon mal ein bisschen geiler. Wieso gibt man Sperren so eine Spitzhacke? Also ich finde das echt albern mit dieser Schnitte als Waffe. Naja, okay. Das ist alles Ansichtssache. Also wenn ich als Speer irgendwo eingesetzt werden würde im Mittelalter, ich glaube nicht, dass ich da so ein Zeug hätte. Ich glaube, ich hätte mir einen Bogen genommen. Und ein Dolch. Okay, ein Dolch ist genauso albern, aber echt so eine komische Handsichel. Das kann man auf dem Feld bringen, wenn man irgendwo Getreide ernten soll oder irgendwelche Kräuter. Vielleicht sammelt er auch Kräuter, das kann natürlich auch sein. Komm noch zweimal treffen.